Hallo, in diesem Video erkläre ich dir, wie Männer Trennung verarbeiten und was der Unterschied zu der Verarbeitung bei Frauen ist. Mein Name ist Wieland Stolzenburg, ich bin Psychologe und Autor und ich begleite Menschen mit meinen Büchern, mit meinen Therapien und Kursen dabei, die Trennung und den Liebeskummer zu überwinden. Ich bekomme ganz oft die Frage gestellt, Wieland, wie verarbeiten eigentlich Männer die Trennung? Was ist der Unterschied? Gibt es einen Unterschied? Und genau an dieser Erfahrung möchte ich dich heute mit diesem Video teilhaben lassen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Unterschiede gibt, aber die sind nicht so schwarz und weiß. Alle Männer machen so und alle Frauen machen so. Aber es gibt einfach Tendenzen, dass Männer teilweise einen anderen Umgang haben und die möchte ich dir aufzeigen. Zum Ersten lenken sich Männer anders nach Trennungen ab. Sie sind häufiger viel aktiver und machen etwas. Ob das Sport ist, Freunde treffen, berufliche Themen. Sie befassen sich nicht so intensiv und nicht so stark mit der Trennung und mit all dem, was passiert. Natürlich intern passiert es trotzdem, aber sie versuchen sozusagen über die Aktivität nicht in diese Tiefe zu kommen. Ein zweiter Punkt ist, dass Männer anders mit Gefühlen umgehen und das kennst du wahrscheinlich aus, ja, vielleicht deinem eigenen Leben, wenn du ein Mann bist oder aus Beobachtungen, Erfahrungen mit Männern, wenn du eine Frau bist, dass Männer anders mit Gefühlen umgehen. Und das liegt nicht daran, dass Gefühle ein Geschlecht haben, sondern Gefühle sind universal. Aber das liegt daran, dass wir unterschiedlich erzogen wurden und sozialisiert wurden, dass manche Gefühle mehr dem männlichen Geschlecht zugeschrieben werden, welche in Ordnung sind und welche auch nicht in Ordnung sind. Und andere werden eher dem weiblichen Geschlecht zugeordnet. Und eine Trennung ist ja erstmal ein großer Schmerz und man kommt in eher den Gefühlszustand von Verletzlichkeit und das ist für Männer eher schwierig auszuhalten und zu ertragen. Und so versuchen sie meistens eben zum Beispiel über die Ablenkung, über die Aktivität weniger an diesen Schmerz zu kommen, weil es sich nicht gehört und weil sie es auch nicht gewöhnt sind. Männer sind es eher gewohnt im Schnitt, dass sie die Kontrolle haben, dass sie die Dinge in der Hand haben. Und wenn sie dann verlassen werden, dann entsteht natürlich ein Kontrollverlust, den sie versuchen wieder zurückzugewinnen, eben wieder die Kontrolle und die Macht über sich und ihr Leben zu gewinnen. Und das versuchen Männer im Schnitt mehr eben über Ablenkung, über Aktivität, und darum die Gedanken in irgendeiner Form versuchen zu kontrollieren. Ein weiterer Unterschied ist häufig das Thema Verantwortungsübernahme. Übernehme ich auch einen Teil der Verantwortung, dass die Beziehung gescheitert ist? Oder lasse ich sie lieber dem anderen? Und Frauen haben häufig, so zumindest erlebe ich es in meiner Praxis, die Tendenz, dass sie ganz viel auf sich nehmen. Und eher die Tendenz, dass sie zu viel auf sich nehmen. Und Männer eher die Tendenz, dass sie zu viel abgeben. Und ich glaube, das liegt viel daran, dass Männer im Durchschnitt weniger mit sich in Kontakt sind und weniger reflektiert sind und weniger über sich, ihr Verhalten und ihr Handeln nachdenken. Und wenn es dann zu einer Trennung kommt und diese Gefühle hochploppen, dann haben die häufig nicht die Ressourcen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und dann schont es natürlich den Selbstwert zu sagen, okay, ich habe vielleicht einen Anteil, aber sie war doch so und so und sie hat vielleicht das so und so gemacht. Und ein häufiger Unterschied in der Trennungsverarbeitung ist es auch, dass Männer die Themen, die durch die Trennung aufkommen, mehr mit sich ausmachen. Dass sie weniger in Kontakt gehen mit Freunden, mit den eigenen Eltern oder eben anderen Menschen, die ihnen nahestehen, dass sie eher das mit sich ausmachen. Und das ist insgesamt die Tendenz bei psychischen Themen, Herausforderungen im Leben, dass Männer erstmal versuchen, es vor allem mit sich auszumachen. Ja, soweit ein paar Unterschiede, die ich in meiner Arbeit erlebe, wie Männer und Frauen Trennungen anders verarbeiten. Das heißt nicht, dass es alle Männer genau so machen und alle Frauen genau andersrum, sondern es ist einfach meine Erfahrung mit einigen Differenzen und Tendenzen. Ja, du findest in meinem Blog und in meinem YouTube-Kanal weitere Infos zum Thema Trennungen und zum Thema Männer. Ich habe zum Beispiel das Buch Männer verstehen für Dummies geschrieben, wenn es dich interessiert. Und ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst,
hinterlass gerne einen Kommentar oder ein Like und alles Gute für dich.